Die Besucher von Gereslak können wunderschöne, sorgfältig verzierte Kerzen sehen. Die Sammlung wurde in Anschluss an das Nymphknödelfest im Dorf übergeben und von Viktor Varga gespendet. In der Ausstellung sind 170 Kerzen zu sehen. Wir sind sehr stolz, dass Viktor Varga ist mein Sohn, er lebt in Bogád und er hat diese schöne Kerzenkollektion für sein Heimatdorf geschenkt. Die Besucher können auch Kerzen mit weihnachtlichen, religiösen oder mit Jagdmotiven genießen. Diese Kerzenausstellung ist die 8. Ausstellung in Gereslak. Wir haben sehr viele Ausstellungen, die wunderschöne Puppenmuseum, die Handarbeit, die Kopftücherausstellung. Und diese Kerzenausstellung ist das 8. Ausstellung in Gereslak. Vor dem Hebegnädelfest war die Übergebung. Diese sind 170 Diese Kerzen stehen von 170 Stück. Hier sind verschiedene Wachsbilder. Die Wachsbilder sind am Wand und die anderen Bilder oder Figuren, Kerzen sind am Tisch. Und sehr verschiedene Wachsbilder und verschiedene andere Kerzen sind hier. Und sehr interessante sind alte Kerzen mit deutschen Wörtern, sagt man der Vater unser, und sind neue Kerzen auch. Und wir haben so das Kollektion gemacht, dass das schön aussteht. Sagt man, hier ist ein heiliges Kollektion. Hier ist ein Gebet, hier ist die heilige Maria mit ihrem Kind, hier sind die Messbücher und alles, was wir von Glauben wissen sollen. Und hier ist ein sehr schöner, so wie früher die Papyrus war, ist auch von Wachs. Und dort ist auch so schöne Sätze, das gefällt mir sehr. Einige besondere Stücke zeigt auch alte deutsche Texte in gotischer Schrift. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in anderem Licht. Das gefällt mir sehr gut. Die Kerzenausstellung von Gereslak befindet sich in derselben Raum wie das Lebkuchendorf.